In den USA geht eine neuartige Zombie-Krankheit um. Die Nervenkrankheit Chronic Wasting Disease, CWD, betrifft bisher vor allem Elche, Rehe und Hirsche in mindestens 24 US-Bundesstaaten. Und die Symptome der erkrankten Tiere erinnern wirklich sehr an Zombies. Sie haben ihren Körper nicht mehr unter Kontrolle, werden aggressiv und verlieren ihre Angst vor Menschen. Jetzt schlagen US-Fachleute Alarm. Demnach kann wohl nicht mehr ausgeschlossen werden, dass diese Zombie-Nervenkrankheit auch auf Menschen übertragbar ist. Eine Behandlung oder Impfstoffe gibt es bisher nicht. Sind wir wehrlos ausgeliefert? Klickt zum Science & Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Und vielen Dank für diesen Themenvorschlag, den sich wirklich wahnsinnig viele von euch über unsere WhatsApp-Community gewünscht haben. Den Link gibt es in der Infobox und am Ende des Videos. Die Lage in den USA ist laut der US-Bundesbehörde Center of Disease Control and Prevention, CDC, angespannt. Die Fachleute dort beschäftigen sich mit ansteckenden Krankheiten und haben jetzt eine alarmierende Warnung herausgegeben. Es geht um die sogenannte Chronic Wasting Disease, CWD, auch als Zombie-Hirsch-Krankheit bezeichnet. Und diesen Namen trägt sie völlig zurecht, denn die erkrankten Tiere erinnern tatsächlich an Untote. Sie nehmen stark ab, haben ihren Körper kaum noch unter Kontrolle und sabbern. Zudem verlieren sie ihre Angst vor Menschen und werden dafür immer aggressiver. Vergleichbar ist CWD auch mit Rinderwahn-BSE und Scrappy bei Schafen, denn auch hierbei handelt es sich um eine ansteckende Prionenerkrankung. Diese entstehen, wenn sich ein bestimmtes Zelloberflächenprotein im Gehirn, das sogenannte Prionprotein, fehlerhaft faltet. Die Krankheit greift also das zentrale Nervensystem an. Übertragen wird die Zombie-Krankheit wohl über Blut, Urin, Speichel oder Kot. Klar ist jedenfalls, dass sich CWD gerade rasant in den USA ausbreitet. Bislang sind nur Tiere wie Elche und Hirsche unter den Opfern. Das jedoch in mindestens 24 US-Staaten und in zwei kanadischen Provinzen. Fälle, in denen CWD auch auf Haustiere oder gar Menschen übertragen wurde, sind bisher nicht bekannt. Das gilt bisher auch als eher unwahrscheinlich, doch das hat sich jetzt wohl geändert. Mittlerweile kann wohl nicht mehr ausgeschlossen werden, dass sich die Krankheit auch auf Menschen übertragen könnte. Davor warnt jetzt zumindest der US-Forscher Michael Osterholm, der als Experte für Infektionskrankheiten gilt. Zitat: Es ist wahrscheinlich, dass Fälle von CWD bei Menschen in den kommenden Jahren dokumentiert werden, die mit dem Verzehr von kontaminiertem Fleisch in Verbindung stehen. Dass es derzeit noch keine Beweise für Infektionen bei Menschen gibt, liegt seiner Ansicht nach an dem verzögerten Auftreten der Krankheit. Dazu der Wissenschaftler: Wir können nicht auf die ersten Fälle warten. Auch die US-Behörde CDC ordnete die Krankheit als ernsthafte Bedrohung an. Auf der Webseite heißt es: Bislang hat es keine Fälle einer CWD-Infektion bei Menschen gegeben. Einige Studien an Tieren legen jedoch nahe, dass es ein Risiko für bestimmte nicht-menschliche Primatenarten wie beispielsweise Affen gibt, die in Kontakt mit Körperflüssigkeiten von infizierten Rehen oder Elchen kommen oder das Fleisch von denjenigen Tieren essen, die mit CWD infiziert sind. Die Studien deuten demnach aber darauf hin, dass auch Menschen gefährdet sein könnten. Das deutsche Friedrich-Löffler-Institut schrieb dazu 2016 auf seiner Webseite: Derzeit kann eine Übertragung auf den Menschen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Dennoch scheint diese Gefahr, ähnlich wie bei Scrappy, sehr gering zu sein. Demnach legen Studien nahe, dass es eine erhebliche Speziesbarriere bei der Übertragung von CWD auf Menschen gibt. Erste Fälle von CWD wurden übrigens schon 1967 bekannt, und zwar bei Maultierhirschen in Colorado. Seitdem wurde die Krankheit aus Südkorea, mindestens 24 US-Staaten und zwei kanadischen Provinzen gemeldet. Im April 2016 dann das erste Mal außerhalb von Nordamerika und Südkorea, und zwar in Europa bei einem Rentier in Norwegen. Und so beobachtet man die Erkrankung dort ganz genau. Mittlerweile wurde CWD bei 19 Rentieren, 4 Elchen und einem Rothirsch in Norwegen festgestellt und deswegen mehr als 1400 Rentiere allein in der Region Nordfjella erschossen. Mehr als 70.000 Tiere wurden untersucht, dazu das norwegische Landwirtschaftsministerium. Norwegen hat große Anstrengungen unternommen, um CWD auszumerzen, aber wir wissen nicht, ob wir es schon geschafft haben. Ausgeschlossen werden kann keinesfalls, dass CWD auch
nach Deutschland gelangt. Möglich ist dies zum einen über den natürlichen Weg, also über Tiere, die eingeschleppt werden, aber auch Urlauber oder Jäger könnten dazu beitragen, dass die Krankheit auch bei uns auftritt. Klar ist aber, um den Kampf gegen die Krankheit wirklich aufzunehmen, muss wohl noch jahrelang intensiv geforscht werden. Zum derzeitigen Zeitpunkt haben wir jedenfalls nichts gegen die Krankheit in der Hand, weder medizinische Behandlung noch Impfungen. Aktuell, nach Zyklon Idai, Südosten Afrikas, droht Cholera-Epidemie. Draufklicken und anschauen, denn da sieht man gut, wie schnell Epidemien außer Kontrolle geraten. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.